Ja, so, hallo, ich heiße Ivo Kromparski und spreche ich heute über schwierige Situationen mit Gap. So, als eine ehemalige Gap-Schülerin weiß ich bestimmt, dass Gap ein tolles Erlebnis ist. Und jetzt als Gap-Koordinator weiß ich genau, wie viel Arbeit Gap ist. Der Koordinator ist verantwortlich, die Schüler und Familien vorzubereiten und auch gleichzeitig mit dem deutschen Koordinator und die deutschen und auf der anderen Seite des Teiches und die amerikanische Schulleitung zusammenzuarbeiten. Es gibt so viele Tatsachen, aber ein gutes Programm plant unerwartete Situationen ein. Warum? Um Probleme vom Anfang an zu vermeiden. Wie gute Kommunikation zwischen Koordinatoren, Schüler, Familien und Schulleitung. So, in diesem Vortrag werde ich einige Probleme präsentieren, Lösungen geben und auch Hinweise, um die Probleme zu vermeiden. Am Ende gibt es ein Forum und Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder über Ihre eigenen schwierigen Situationen zu sprechen. So, zuerst, was soll man machen, wenn ein Schüler Heimweh hat? Fast jeder Schüler wird mindestens ein bisschen Heimweh haben und das ist ganz normal. Der Koordinator kann mit ihnen sprechen und oft noch ein paar Tage ist es besser. Mein bester Rat ist, weniger Kontakt mit den Eltern und Freunden zu haben. Der Koordinator soll auch über Heimweh während Homeroom in der Schule besprechen. Die Schüler können einander sehr gut helfen. Hinweis: Vor der Reise soll der Koordinator die Eltern und die Schüler vorbereiten. Ich finde es auch hilfreich, die Schüler gleich vor der Reise zu interviewen. Ich stelle die rechten Fragen über ihr Erlebnis und mit Heimweh und wie man um Heimweh gehen kann. Nächstes Problem: Was soll man machen, wann das Schülerpaar einfach nicht passt? Mit jedem Austausch gibt es einige Paare, die nicht so gut passen. Erstens, mit den Schülern alleine zu sprechen und dann, wenn es nicht besser geht, zusammen. Der Koordinator soll auch mit den Familien sprechen, wenn es nicht besser geht. Oft braucht das Paar nur ein bisschen Zeit, einander besser kennenzulernen. Das Paar soll mit anderen Gap-Paaren etwas unternehmen. Es ist leichter, in einer Gruppe Spaß zu machen. Aber wenn es wirklich schlimm ist, dann soll der Koordinator bereit sein, den Schüler zu einer neuen Familie zu bringen. Es ist schwer für alle, aber ab und zu ist das auch am besten für alle. Leider habe ich das schon erlebt, aber es ist wirklich eine Ausnahme in einem Programm. Hinweis: Bevor die deutschen Schüler ankommen, soll der Koordinator eine Backup-Familie aussuchen. Zum Beispiel eine ehemalige Gastfamilie vielleicht oder vielleicht eine Familie nimmt einen zweiten Schüler. Drittens, wie soll man die Helikoptereltern behandeln? Heutzutage sind die Eltern daran gewöhnt, immer Kontakt mit ihren Kindern zu haben, ja, wegen Handys. Und während der Elternabende soll der Koordinator die Eltern vorbereiten. Sie sollen nicht jeden Tag im Kontakt bleiben und die Eltern gasp. Und der Koordinator muss den Zweck eines Austausches klar erklären. Ihre Kinder wollen Deutsch sprechen und eine neue Kultur erleben. Und es ist unmöglich, dieses Ziel zu erreichen, wenn sie ständig am Handy oder sozialen Medien sind. Gab es auch eine gute Vorbereitung für ein unabhängiges Leben der Universität? Und das ist gleich um die Ecke für beide Kinder und Eltern. Aber es gibt manchmal Notfälle. Deswegen ist das in Ordnung, eine Notfall-Telefonnummer zu geben, entweder der Koordinators-Handynummer oder die Nummer von der deutschen Koordinator. Im Juni haben wir einen Eltern-Gruppentreffen
Group Chat in WhatsApp gemacht. Und das war gut, ab und zu, nicht jeden Tag, aber ab und zu wichtige Informationen zu geben. Zum Beispiel Ankunft, Verspätung, Notfehler. Die Eltern haben sich sehr darüber gefreut. Hinweis, beim jedem Meeting mit den Eltern und Schülern darüber sprechen. Die Eltern müssen den Koordinatoren vertrauen. Nächstens, was soll man machen, wenn ein Schüler krank oder verletzt wird? Ein Wort, Versicherung. Die amerikanische Versicherung ist zu fremd in Deutschland und deutsche Versicherung ist sehr günstig. Letzten Sommer habe ich Bernhard Reiseversicherung benutzt und ich würde sie empfehlen, Hinweis, der Koordinator muss die Versicherung vor der Abfahrt kaufen oder der deutsche Koordinator kann das auch ausfüllen und dafür bezahlen. Und ich denke, ja, hier ist ein Website. Es war sehr einfach zu benutzen. Es ist auf Deutsch und auf Englisch und man kann hier die Versicherung bestellen. Noch ein Problem. Was soll man machen, wenn ein Schüler den Regeln nicht folgt? So jeder Austausch und jeder Schüler ist anders wegen Regeln, zum Beispiel Alkohol trinken. Aber der Koordinator muss unbedingt die Regeln durchsetzen. Zuerst müssen die Koordinatoren mit den Schülern und Familien sprechen. Wenn der Schüler die Regeln nicht folgt, wenn es wieder passiert oder wenn es etwas Großes ist, müssen sie die amerikanischen Eltern anrufen und erklären. Wenn der Schüler noch problematisch ist oder wenn es etwas Riesiges ist, dann müssen sie den Schüler nach Hause schicken. Hinweis, mit der Fluggesellschaft und Schulleitung vorher sprechen, vor der Reise. Manchmal dürfen Koordinatoren problematische Schüler früher nach Hause schicken, ohne eine neue Flugkarte zu kaufen. Es wird etwas kosten, aber vielleicht nicht eine ganze Flugkarte. Aber ich sage meinen Schülern und Familie immer, wenn ich sie nach Hause schicken muss, müssen sie eine neue Karte kaufen. Aber Gott sei Dank habe ich das nie erlebt. Es ist wichtig, dass die Eltern und Schüler die Regeln unterschreiben. In den letzten Jahren hatte ich weniger Probleme, weil ich einen Brief an deutschen Familien schreibe und mein deutscher Koordinator verteilt es und unterstützt uns. Auch interviewe ich die Schüler gleich vor der Reise. Ich erkläre die Regeln und ich bekomme ein Gefühl, ob ich sie vertrauen kann. Zum nächsten Problem. Was soll man machen, wenn die Schüler Englisch in Deutschland sprechen? Jeder Schüler hat verschiedene Sprachkenntnisse, aber der Koordinator soll klar machen, dass sie sollen versuchen, Deutsch zu sprechen. Die Schüler können eine Liste von neuen Vokabeln schreiben, um Erfolg zu erreichen. Das hilft manchmal. Der Koordinator soll auch darüber in Homeroom diskutieren. Hinweis, der Koordinator muss Ausdrücke vorher mit ihnen üben und eine Liste geben. So, ich hatte persönlich Erfolg, einen Brief an deutschen Familien zu schreiben. Ich erkläre, wie meine Schüler wenige Jahre Deutsch lernen. Mein deutscher Koordinator verteilt sie und erklärt ihnen, Geduld bitte zu haben, langsam zu sprechen und es hilft sehr. So, wie soll man Unterstützung von der Schulleitung bekommen? Ja, es kann auch manchmal Probleme geben. Die Schulleitung aber spielt eine große Rolle mit dem Gap-Austausch. Sie sollen den Gap-Koordinator unterstützen, zum Beispiel die Regeln, Unterlagen, Reisedaten. So hier in Pennsylvania haben wir manchmal Schneetage und wir haben Erlaubnis zu fahren. So, wenn wir nicht am Ende des Schuljahres sind, haben wir Erlaubnis von unserer Schulleitung zu fahren. Gap-Koordinator muss immer PR machen. Wenn die Deutschen unsere Schule besuchen, bringe ich sie und ihre Gastfamilien zu einem School Board Meeting. Wir machen eine sehr kurze Präsentation und die School Board Members können die Deutschen treffen und auch die amerikanische Familien treffen. Und ich schicke an Medien
an Medien Presseinformation und an die Schulleitung Einladungen zum Begrüßungsempfang und andere GAP-Aktivitäten. Es lohnt sich sehr, die Schulleitung in GAP zu haben. Ich denke, ich habe kein Slider. Okay, so. ein Deal fehlt hier, aber das geht. Die nächste Frage war, vielleicht, okay, naja. Was soll man machen, wenn die Eltern Angst vor Terrorismus haben? Das ist das neueste GAP-Problem. Was soll man machen, wenn die Eltern Angst vor Terrorismus haben? Meiste Eltern von meiner Schule waren nie ins Ausland und sie sind sehr nervös, wenn sie über Terrorangriffe in Europa hören. Der Koordinator kann Rick Steves Blog Don't Be Terrorized mit Eltern teilen. Das fehlt hier. Ich hatte eine Idee, das tut mir leid, aber man kann das googeln. Es ist ein guter Artikel. Nach dem Terrorangriff in Paris hatten einige Eltern meiner Schule Angst. Ich zeige die Statistik. Leute haben mehr Wahrscheinlichkeiten, durch einen Autounfall zu sterben, als in einem Terrorangriff. Aber trotzdem geben unsere Eltern ihren Teenagers Autoschlüssel. Vielleicht sollen sie auch ihren Teenagers erlauben, die Welt zu reisen. Und auch leben wir als Bürger statt Touristen in Deutschland. Und wir integrieren uns in den Familien. Und das ist ein großes Vorteil von GAP. Sie sind wirklich sicher. Aber am Ende müssen die Eltern die Entscheidung treffen. Der Koordinator kann nicht jede Person überzeugen. Leider. Hinweis, nur mit den Eltern darüber sprechen, wenn sie fragen. Zum Schluss müssen GAP-Koordinatoren nicht allein sein. Es gibt eine tolle Facebook-Gruppe nur für GAP-Koordinatoren. Da können GAP-Koordinatoren Fragen stellen, Ideen vorschlagen und einander unterstützen. Und ich habe das auch sehr hilfreich gefunden. Ja, da ist mein Dia, ist ein bisschen umgekehrt, naja, aber da ist dieses Artikel, wenn man das lesen, später lesen möchte, und auch diesen Artikel über die Wahrscheinlichkeiten zwischen Autounfällen und Terrorangriffe. Naja. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und schließlich haben Sie jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder über Ihre eigene schwierige Situation zu sprechen.